Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, kleines Spontanvideo heute zum Mittwoch, wo es wahrscheinlich erscheint, müssen wir mal sehen. Ich bin jetzt noch im alten Jahr und mache jetzt das Video fürs neue Jahr und müssen wir mal sehen, vielleicht machen wir sogar eine Serie draus, die dann, was weiß ich hier, keine Ahnung, Fundstücke im Internet oder so, sich nennt, ist eigentlich normalerweise etwas, was ich, was man auch so in Livestream präsentieren könnte. Aber ich habe im Moment irgendwie keine Lust auf Livestreams. Ja, kommen wir zum Thema. Wir haben hier ein Browserfenster, wir haben hier Facebook. Wir haben auch einen der Nachteile von Facebook, dass da hier links und rechts hier so schwarze Streifen sind, die sie Gott sei Dank nicht mit irgendwelchen Werbung zugeknallt haben, wie das andere Webseiten machen. Aber man sieht eben, das ist eben mehr oder weniger hier fürs Handy optimiert. Und der Computernutzer ist hier scheinbar schon in der Minderheit, obwohl es ist hier besser, man besser gucken kann und es man auch besser schreiben kann, als das auf dem Handy ist. Ja, aber das eigentliche Thema ist erstens, dass das hier Modelleisenbahn Epoche 3 eine Gruppe ist, die ja, also das ist so ein bisschen jetzt Verschwörungstheorie, die ist also unmittelbar gegründet worden, nachdem ich meine Epoche 2 Gruppe gegründet habe, und ist das jetzt nicht mein Thema, die Epoche 3. Und könnte ich schon auf den Gedanken kommen, dass ich so ein bisschen der Ideengeber war, da so Epochengruppen zu gründen. Ich habe bisher, also ich habe damals zumindest keine, also Modellbahn und Epoche, da gab es keine Ergebnisse. Also ich habe dann, wie gesagt, das so gemacht. Und es ist auch eine Epoche 1 Gruppe gegründet worden, kurz nachdem ich das gemacht habe. Aber auch das soll nicht das Thema sein, sondern mir ist hier was aufgefallen. Und zwar diese wunderschönen Bilder, die sehen wir gleich noch in groß. Jetzt habe ich die Gelegenheit, hier diesen ungarischen Modellbahnfreund komplett falsch auszusprechen. Also ich lese es hier Zoltesari Sándor. Also wenn mir jemand, wenn es jemand besser weiß, wobei Lautsprache kann ich obwohl nicht lesen. Aber das tut mir jetzt leid, dass ich es hier so wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Aber es soll auch hier ja um den Inhalt gehen. Er schreibt hier, modellieren auf höherem Niveau. Ich würde eher sagen, modellieren auf höchstem Niveau, weil das so von der Qualität eigentlich kaum zu überbieten ist. Und wir schauen uns einfach mal die Bilder an. Ja, ich weiß nicht, ob es hier jetzt ein Hintergrund ist. Ich würde vom Licht aus, also das Licht, was hier verwendet wird, hat er also wirklich eine sehr gute Studiobeleuchtung. Oder er ist einfach rausgegangen und die Bäume im Hintergrund sind ja echt. Ne? Ja, da ist auch wieder die Frage nach der Tiefenschärfe. Aber das ist wahrscheinlich nicht H0, das ist hier eine größere Berggröße. Also 0 oder 1 oder ich würde eher mal so auf 0 tippen. Wir sehen das nachher im Vergleich noch zu einer Münze. Na, aber das ist wirklich allererste Sahne. Und bei manchen Bildern muss man dann auch erstmal überlegen, ist es jetzt wirklich ein Modell oder ist es Original? Na, also man sieht es irgendwo noch, aber wirklich gerade so. Also das ist hier wirklich sehr, sehr nahe dran. Ja, mir hat das auch vor allem dieses Ladengeschäft hier angetan, was hier so, naja, so ein bisschen mintgrün lackiert ist. Weil man sieht auch hier nichts, hier keine Klebestellen, nichts, das ist absolut top. Also ich weiß, vielleicht ist es auch 3D-Druck, aber das ist einfach, ja, das ist einfach absolut top. Auch hier, ne? Fenster, Spinnweben drin. Hier oben hängt irgendwo ein Kabel drüber, die Bäden sind schon kaputt gegangen, da wurde schon was dahinter gemacht und dann stehen hier auf dem Fensterbrett wahrscheinlich irgendwelche Farbdosen oder was. Also das ist so richtig aus dem Leben gegriffen. Also wenn man das baut, der weiß auch, wie es in der richtigen Werkstatt aussieht. Ja, hier abgebröckelter Putz, auch das Holz hier. Also hier sieht man so ein bisschen
na, die Arbeitsspuren, da habe ich zumindest so den Eindruck, dass da hier so ein bisschen reingeschnitten wurde mit dem Skalpell. Aber es ist einfach, es sieht top, es sieht absolut top aus. Ja, manche Bilder sind leider ein bisschen klein, das ist eben auch wieder Facebook, wenn man, und so groß ist der Monitor gar nicht. Das ist also hier quasi jetzt, naja, HD-Auflösung. Ne? Also für 4K reicht es jetzt nicht, das bringen auch die Bilder nicht. Aber HD ist es zumindest. Auch hier die Tür. Ja, hier. Also gelasert oder geätzt. Ja, hier würde ich sagen, doch eher gelasert. Aber wenn man so mit der Kamera rangehen kann und Details fotografiert und also das ist dann noch einmal ein Zacken schärfer, was so die Qualität des Ganzen angeht. Schöne Laderampe. Deutlich dunkler als meine. Das Innenleben in der Werkstatt mit Transmission. Ja, hier nochmal das angewitterte Holz. Ja, und hier das. Also, sagen wir mal so, also hier hat man ein Top-Modellbau, der jetzt auch noch auf Top-Fotografie stößt. Ne? Also das ist einfach, also da kann man eigentlich nur begeistert sein. Hier auf den ersten Blick denkt man auch erstmal, oh, das ist jetzt hier Original. Ich denke mal, die Bäume dahinter sind doch Original. Aber das ist eben nur der Hintergrund, das ist eben die Stelle, wo man fotografiert. Auch hier muss man natürlich auch mal den Mut haben, mal was davor zu stellen und damit das eben, weil das Haus ist ja nicht immer in der Sonne. Auch hier mit den Fenstern hier noch dahinter. Also es sind alles so Sachen. Ach, da, naja, das ist einfach. Wie gesagt, man kann hiervon nur begeistert sein. Das geht eigentlich gar nicht anders. Gut, hier geht es ein bisschen bunt zu. Ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland gebaut würde, in der Realität, aber es ist natürlich im Modell auch top. Also da auf die Idee kommt man wahrscheinlich gar nicht. Da muss man irgendwo eine Vorlage haben. Also ich würde auf solche Ideen zumindest nicht kommen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, hier kommt dann die Münze ins Spiel. Wobei sie hier natürlich sehr weit vor dem Gebäude fotografiert wurde. Man sieht es dann hier, dass es also doch, also ich nehme mal an, das Zentstück müsste jetzt die H0-Tür komplett verdecken. Also deshalb doppelt so groß würde ich jetzt sagen, ja, Spur 0, würde ich mal vermuten. Mich würde auch interessieren, wo die Fahrzeuge herkommen, ob er die auch selber gebaut hat. Oder ob es das irgendwo gibt. Ja, nochmal das schöne Werkstattfenster. Und noch ein Wasserhahn. Und dann nochmal das Ladengeschäft hier im Rohbau. Also auch hier, man sieht eben nichts, irgendwo was Geklebtes oder was. Also wenn ich sowas zusammenkleben würde, dann bei meinem Geschick, also Gebäudebau ist ja wirklich nicht meins. Da wären ja überall Klebespuren. Das würde alles glänzen bei mir. Aber vielleicht ist es auch im Ganzen gedruckt, ich weiß es eben nicht.
Tja, letztes Bild nochmal ein LKW. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Na, also, pff, ja, müsst ihr mal einen Daumen drunter drücken unter das Video oder mal einen Kommentar schreiben, ob euch jetzt sowas, auch ob ihr das langweilig findet oder ob euch das weiter interessiert, wenn ich mich mal hier auf der Suche nach irgendwelchen, naja, irgendwelchen Fundstücken mache im Internet. Also es ist ja jetzt auch nicht jeder bei Facebook. Es ist ja auch nicht so ganz unumstritten. Ich halte es für Modellbahner, die jetzt irgendwo alleine herumsitzen, ein bisschen besser als YouTube, weil es eben so ein bisschen multimedial ist. In YouTube kann ich mich eben nur irgendwie in irgendwelchen Videos äußern. Mittlerweile kann ich auch Bilder hochladen, aber es sind Sachen, der Dialog ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe einen Kommentar. Wenn ich dann zu dem Kommentar was schreibe, kriegt er eine Nachricht und alle anderen eben nicht. Ne? Also das heißt, da schreibt ja quasi auch jeder das Gleiche drunter. Ne? Und wer macht sich da die Mühe, alles durchzulesen? Bei Facebook ist eben so, wenn ich irgendwo dann sozusagen in irgendeinem Gesprächsfaden lande und dort was schreibe, dann wäre ich auch informiert, wenn irgendjemand anders da was macht. Ne? Kann auch nerven, ich finde es aber gut, weil eben dann, naja, man wird ja nicht dümmer, wenn man andere Meinung liest. Ne? Gut, in dem Sinne, einen schönen Abend noch und macht was draus.